So, hallo Leute und willkommen zurück zu Black Rock Shooter. Diesmal spielen wir jetzt auch wirklich mal die Stage 2. Ja, nach 7 Parts in der Stage 1, jetzt die Stage 2. New York City, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Wo waren wir vorher? San Francisco, stimmt ja. Und jetzt in New York City. Wir sollen mit allen BSSS-Membern sprechen. Und ja, wir sollen nicht verloren gehen und bla bla bla. Also lernen wir jetzt die BSSS-Basis kennen, so wie es aussieht. Klingt also nicht nach sonderlich viel Action. 27. September 2051. UEF Midland Base. Koichi, John, Tonio, Dari, Lars. 汝らの生徒氏は我らが語ろう。 Oh nein. Bitte nicht. 生まれ来る子らに死にゆく戦士たちに我らは忘れない。安らかに眠れ。 じゃあ みんな集まってるから紹介しておくよ。 石油の国から来たハッサン。 元船乗りのクリス。 地中海料理ならお手の物、テオ。 考える人、アルベルト。 そしてここまで一緒に来たのは、 鋼鉄の胃袋を持つ男、シャオミン。怪力のエンジニア、アレクセイ。ボブ、ザ・スピーカー。ザ・スピーカー。 Das ist ja eigentlich der Talker, nicht der Speaker, aber okay. 最後に、仕切り屋モーリス・ベイリー。ホモスだ。 なんで? いい名前じゃないの、モーリス。ホーボス。だってさ。まあいいや。で、俺はロスカル。よろしく。もうちょっと bisschen länger her. Schon ein bisschen länger. 情報処理系の研究者だけど、一通りの戦闘訓練は受けている。何でもそこそこできるから、すっかり便利屋だ。 広く浅く中途半端なやつだ。戦闘バカよりいいよ。ようこそ UEF へ。私は指揮官のフランク・マリオン。握手だよ。手を出して。 やめておこう。 記憶屋が狭いのだろう。余計なことを覚える必要はない。さて、人類は残り10人になってしまった。あれ、まあ、わし。わし、がっつり、人類が再び繁栄する未来は。 想像さえ難しい状況になった。しかしそれでもあのエイリアンどもが地球をもてあそぶことを許すわけにはいかない。よって我々の目的は単純にして明快、エイリアンどもを殲滅することだ。今はなき70億人の仇を討たずに UEF が敗北することは許されない。 早速だが、マリオン市長、俺たちには休息が必要です。常に敵に先んじることが重要だ。時間はない。市長、何度も言わせるな。俺たちはマシンじゃない。ふん、いいだろう。
Da ga Phobos, omae wa kite kure. Und jetzt auf einmal keine Sprachausgabe mehr? Wir fragen uns jetzt gerade, wenn es nicht zu viele Umstände macht, ob wir ihn aushelfen könnten. Wir sollen mit jedem reden und denen, die etwas fragen. Es ist einfach nur eine Bestandsaufnahme, was wir haben und was wir brauchen. Es ist schon eine längere Zeit her, dass sie zurück hier in der Basis waren und ja, er dachte, es wäre der perfekte Zeitpunkt dafür. Boah, laber doch nicht so viel. Es würde uns die Namen beibringen von jedem. Ganz ehrlich, ich habe so ein schlechtes Namengedächtnis, ich weiß nicht mal mehr deins. So. Okay, wir sollen jetzt hier also rumlaufen und mit jedem reden. Talk to 0 von 7. Kann ich da rein? Ja. Kann ich die Karte sehen? Okay, es gibt Motorradstrecken in Kapitel 2 anscheinend. Da können wir uns ja anscheinend auch was freuen. Denn wir müssen zwischen jeder Strecke mit dem Motorrad fahren. Und wir werden durch Manhattan reisen, wie es aussieht. Hauptsächlich. Ja gut, hier sollten 7 Leute sein. Ich dachte, er zählt mit dazu. 1, 2, hier können wir speichern. Das tun wir auch gleich mal, oder? Ne, brauchen wir gar nicht. Ich denke mal nicht, dass jetzt hier irgendwas anfällt. Ach ja, was ich noch gucken wollte, das kann ich jetzt mal ganz schnell machen. Challenge. Ja, auf jeden Fall sind es wieder neue. Gut. Dachte ich mir an sich ja schon, hatte ich ja schon mal gesagt, aber ich wollte es jetzt nur mal auf Nummer sicher gehen. Gut. Ja. Fangen wir doch mal mit dir an, Talk. Also eigentlich habe ich jetzt relativ wenig Lust, die ganzen Sachen vorzulesen bzw. zu übersetzen. Ihr könnt es jetzt selbst machen, wenn ihr auch so unbedingt wollt. Ich klicke das deshalb immer so ein bisschen langsamer weg und verfolge es selbst so ein bisschen, aber wirklich groß mitlesen tue ich nicht. Ja, wir helfen ihnen leider. Gut, damit hätten wir schon die 2 Stück erledigt. Finde ich schade, dass sie nicht alles mit Sprachausgabe versehen haben. Also für diese kurzen Dialoge hätten da eigentlich die Leute auch nochmal sprechen lassen können. Ich will keine Willkommensparty. Wir können anscheinend auch hier durchgehen. Da müssen wir dann wahrscheinlich nachher weiter. Tuck, 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 tuck. Ich finde die Theorien auch schon relativ schön, die zumindest so 1, 2 von euch aufstellen. Und zwar, dass Blackwalk Shooter einfach in die richtige Welt geholt wurde und ja, eingefroren wurde, bis jetzt halt aufgetaut wurde im Endeffekt. Um den Menschen halt zu helfen. So, komm, talk. What do you want? Nichts von dir. So, was willst du? Die labern so einen Müll, ne? Vor allem, wie die uns immer noch bewundern, was für eine Stärke wir haben. Ich laufe so eine bescheuerte hier rum.
So, der letzte. Was bist du? Ich glaube nicht, dass du der letzte bist, mit dem ich reden muss. Da oben steht der letzte. Hier können wir nochmal rüberspringen. Was haben wir hier? Hey. Ah ja. Oh, die Kiste. Duf. Max Charge. Damit würden dann alle unsere Skills wieder andersbereit sein. Also alle unsere Fähigkeiten, die wir mit R aufrufen können, diese Liste da. Auch hier. Wahrscheinlich für einen Bosskampf einigermaßen praktisch. Moment. Ich wollte dieses Ding da unten noch bedienen. Also nochmal. Und das da. Es ist rot. Rot meint Stopp. Rot bedeutet Stopp, ja. Wow, super Sache. Thanks a lot. Ja. Und hier wären wir doch schon bei der nächsten Kiste. Rocket Starter. Was ist das? Nicht hier. Hier. Okay, das erhöht unser Angriffswert beim Start eines Angriffs, aber wir haben nur die 25%ige Chance, dass dies überhaupt eintrifft. Können wir eigentlich nur diese Liste mitnehmen oder können wir auch noch runterscrollen dann? Also umgucken lohnt sich auf jeden Fall. Ich denke mal, diesen Skill hätte man auch einfach übersehen können. So, was steht hier? Ja, das gleiche. Okay. Dann gehen wir doch jetzt mal zu unserem letzten Freund hier oben. Hallo, Madame. Oh, hey, Kid. Ja. Der braucht, wenn ich dieses Radrettier verstarb, Rationen, also Essen. Oder sowas? Egal, mir relativ. Ich hab mich verlaufen. Mayday! Scheiße. Kann ich hier runter? Nö. Aber hier war auch nicht richtig. Hier war eine Kiste. Ich mich verlaufen, aber ich hasse meinen Orientierungssinn manchmal. Und das Problem ist, diese Karte hilft dann nicht wirklich, sich zu orientieren. Vor allem, weil die ja nicht mal eins zu eins stimmen zu den Orten, die man dann sowieso aufsuchen kann, wie man ja im letzten Part schon gemerkt hat. Ja. Ich glaube hier vorne irgendwo lang, oder? Da. Ah. Geschafft. Wir kommen zurück. Yay. Okay, bei der Kiste waren wir. Ah, geschafft, geschafft. Ich glaube, ich hätte sonst gar nicht erkannt, dass da überhaupt eine Kiste ist. Was ist hier? Ist hier was? Ich glaube, hier war ich auch schon in dieser Ecke, ne? Nur, dass er nicht sitzt. Okay. Action. Das Speicherding müsste doch hinter mir sein, oder? Ja. Ich speichere da mal kurz. Wer weiß, was jetzt kommt, nachdem ich mit allen gesprochen habe. Wahrscheinlich wieder ein endloser Dialog. So, aber vielleicht bricht da hier drin auch die Hölle aus. Denn immerhin muss ja hier noch irgendwas stattfinden. Wir haben hier auch noch drei weitere Bereiche, die wir besuchen können. So, meine Freunde. Mit wem muss ich jetzt reden? Ich glaube mit dir. Oder? Ja. Das war nicht der, mit dem ich reden musste. Du bist der. Wie gesagt, ich habe ein sehr schlechtes Namengedächtnis.
Auch wenn der Name unten links gerade die ganze Zeit stand, wusste ich nicht so, welchem Gesicht er gehört. Lauf doch selbst. He's a not so friendly one. Er ist der nicht so freundliche. Boah, lauf doch selbst einfach dahin. Du tust doch selbst nichts. Also er meinte, wir sollen jetzt den Helm kurz vorbeibringen. Der sollte direkt hinter der Tür stehen, der Typ. Das warst du, oder? Bist du Chris? Ja. Meine Güte, jetzt darf ich auch noch Lieferant spielen. Ach, an der Tür schon wieder dran vorbeigelatscht. Hier ist die Tür irgendwo. Die sieht man so aber auch nicht. Und ich kann da meines Erachtens auch nicht die Kamera drehen. Ich kann es ja gleich nochmal versuchen. Weil ich meine, es hat nicht geklappt. Boah. Die Mission war echt anspruchsvoll, Leute. Ja, ja. Wir werden uns immer ausruhen, wenn ich kann. Zugehende Aktion, du wirst ein Otori werden. Du wirst die Aufmerksamkeit der Gegner ziehen. Zugehende Aktion? Brünnhilde der Kaisu. Du wirst die Modifizierung der VS-Toll-Type. Du wirst die Aufmerksamkeit. 空を飛ぶ乗り物、普通は飛行機と呼ぶ. So, sorry für die kurze Unterbrechung, beziehungsweise den kurzen Cut, aber manchmal habe ich so ein Out of Range drin, wodurch, ja, die Aufnahme kurz abbricht und wieder neu startet. Ich weiß aber nicht, ob sie dann noch synchron oder ähnliches ist, darum starte ich sie ganz gern persönlich nochmal neu. Gut. Ja. Mm. Oh, sie weiß sogar, was ein Airplane ist. Captain, ist. Okay, alle bis auf wir. Okay. 目的はブリュンヒルデとドラコの回収だ。了解。君はニューヨークへ行ってもらう。Wir müssen alleine jetzt nach New York. Hey, okay. 敵を引きつける。その通り。しかし用心してくれよ。君を失うことは我々の敗北を意味する。君はいわば 人類最後の希望だ。まるで古い映画のセリフだな。最後の騎士応援だ。いや、テラクライシス。違うな。デラシネスターシップだ。行ってもいい？ああ、もちろんだ、ステラ。ステラ？ Nenn mich nicht Stella, Alter. ないと思う。では忘れろ。余計な情報だ。チューブの入り口はそこ。奥にバイクを用意しておいたから、それを使え。作戦の詳細は後で説明する。了解。 Okay. Operation Piggy Ninja. Dann heißt es wohl ab nach New York und zwar alleine. Der Rest muss woanders hin. Die Operation, die genaue Operation, die Details bekommen wir später gesagt. Unsere Aufgabe besteht jetzt erst einfach darin, dort überhaupt hinzukommen. Ein Bike soll für uns bereits bereitstehen. Ich habe jetzt gar nicht gespeichert. Hätte ich im Titelmenü auch machen können. Jetzt tue ich es hier einfach nochmal.
sollte ja die gleichen Auswirkungen haben im Endeffekt. So, saving complete. Und hier durch. Jetzt will ich aber sehen, wie das mit dem Bike funktioniert. Jetzt ist das große X da hinten auch weg. Und ich will Motorrad fahren. Man hat es ja im Trailer schon gesehen. Oh yeah, Bitches. Oh, guckt euch das schicke Ding an, Alter. Oh yeah. Okay, wollen wir mal losfahren. Vorstellen und drauf sabbern. Ich werde es raus, wenn ich das mal so. サウス21ドライブに入ったら、そうだな。 Ich finde es ja interessant, dass sie allein die ganzen Straßennamen und so noch kennt, aber alles andere nicht. Alien-Domo-Heki-Niwa-Hia-Denki-Ningen-No-Sekas-O-Tanji-Ste-Azumaru-Kino-Garu. それを利用してやるのさ。わかった。わかった。ピギー忍者作戦の成否はお嬢さん次第だからな。ピギー? Ich frag mal wegen Piggy. ピギー忍者って単なる作戦名だ。変なの? Kinda weird. Kriegen wir nicht mal Informationen, warum es Piggy heißt.